Jetzt, wer ist bitte dran? Super, Fuchs ist hier vom Burnside Google Maps Team. Grüß Gott. Gut. Warum wir Sie jetzt anrufen, der Herr? Kurz gefasst, wir sind derzeit in der Umgebung tätig mit den Kamerateams. Wir machen 3D-Aufnahmen für Street View Google Maps. Und ich wollte Sie informieren, dass unser Projekt für Sie zum Teil von Google subventioniert wird. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Fotos auf der Straße kennen, wo man sich so umdrehen kann und spazieren kann. Die Fotos von den Google Car, oder? Fotos von der Diese Straße, Bilder auf der so wie in Hamburg in Genau. der, so wie in Hamburg in der Hermannstraße oder wie oder was? Zum Beispiel, also diese Fotos so, wo man sich so bewegen kann und Computer umdrehen, so Aha. mit der Maus klicken, spazieren, genau. Also wir machen solche Bilder auch, aber nicht nur von der Straße, wie das Google Car, sondern wir machen das auch von innen. Wir präsentieren Ihr Geschäft, also je nachdem, was wer präsentieren möchte. Und dazu empfehlen wir Sie auch im Internet für die Google oder Alexa Suchmaschine. Also praktisch gesagt, beide Apple- und Android-User. Das ist ja der Mehrwert dieser Aktion. Falls jemand Gasthof, Pension, Inn, Wirtshaus, also Stichwort, es ist unwichtig, was man eingibt, nur die Branche zählt, sucht, dann werden Sie empfohlen sein. Es ist mit einmaligen Kosten verbunden. Die wären 295 Euro brutto. Also Mehrwertsteuer schon inkludiert, keine Zusatzkosten, was die Dienstleistung betrifft. Es ist eine dauerhafte Dienstleistung, auch mit der einmaligen Bezahlung. Und diese Bezahlung findet auch nicht vor Ort statt. Falls wir kommen würden, dann nur um die Aufnahmen zu machen. Nach 3 Tagen sind diese online. Und erst dann, wenn Sie alles fertig haben, bekommen Sie eine Rechnung und begleichen diese 2 Wochen nachher. Alles bekommen Sie auch schriftlich, sodass Sie es auch durchlesen können per Mail. Und es ist eine einfache Sache. Ein Fotograf kommt vorbei. Sie sagen, wo man die Fotos machen soll. Sagen, die und die sind die besten, die möchte ich haben. Deswegen rufen wir sie einen Tag davor an, um sicher zu sein, dass das Ganze noch hinhauen wird. Das wäre es daher. Es dauert nicht länger als eine halbe Stunde, bis wir fertig sind mit der Arbeit. Und wir wollten schauen, ob Sie nächste Woche am Dienstag gegen 14 Uhr Zeit hätten, dass Sie sich auch kurz besuchen kommen. Na, da haben wir Ruhetag. Aber Frage, gehören mir dann die Fotos oder für was zahle ich denn dann eigentlich? Das darf mich jetzt Ja, interessieren. Ihnen gehören dann die Fotos, sie sind auf Ihrem Google Maps Account online gestellt und hochgeladen. Okay, und den Vertrag mache ich dann mit Google oder mit wem mache ich denn den Vertrag? Weil Sie haben gesagt, Sie sind von Google Maps. Genau, den Vertrag machen Sie mit unseren Partnern, mit den Google Maps Fotografen. Es kommt ein Fotograf von 3D Swiss Media. Sie werden sehen, er hat ein Google-Zertifikat, das wird Ihnen zeigen vor Ort. Und das wär's. Der ist aber dann nicht von Google. Also, lieber Herr, Google Maps persönlich selber originell gesehen, wenn man es so betrachtet, Na, sind machen wir halt die kurze. Kalifornien, Nein, nein, USA. nein, 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 stopp, 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 stopp. Es war eine ganz einfache Frage. Ist er von Google? Und da kann man jetzt antworten, ja oder nein. Ja, wir sind Google Maps offizielle Partner. Nein, Google nicht, ob Maps Sie ein persönlich offizieller beschäftigt Partner sich nicht seid. mit der Nein, nein, Sache. stopp, red ich Chinesisch. Sind Sie von Google? Ja oder nein? So, nachdem der erste freundliche Herr dann aufgelegt hat, nachdem ich intensiv nachgefragt habe, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich bei dieser Nummer anrufe und mal nachschaue, was das für eine Firma ist. Schönen guten Tag, hier spricht Katrin Schwarz am Telefon. Ja, grüß Gott, bei welcher Firma bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin nämlich gerade angerufen worden und dann war die Verbindung weg. Da war die Verbindung weg. Also das ist das Bird's-Eye-Team, ist ein Partner von Google Maps. Okay, weil ich habe den Kollegen gerade gefragt gehabt, ist es Google oder ist es jemand anders? Das ist eine ganz einfache Nein. Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und dann war Habe die ich Verbindung weg. beantwortet. Also Sie sind nicht von Google. Nein, Google direkt ruft auch niemanden an, das können Sie mir vertrauen. Also im Dann Prinzip haben die nur eben so Stellen vertraue ich, Partner. dann vertraue ich natürlich der Firma nicht mehr, weil wenn sich der Kollege zunächst mit Google meldet und dann auf die einfache Frage, ob er von Google ist oder nicht, mir da ellenlang was erzählt, statt Ja oder Aber dann Nein zu sagen Sie antworten, mir jetzt, darf ich welche. vielleicht fertig sprechen? Dankeschön. Also wie gesagt, wenn ich dann eine einfache Frage stelle und er das mit Riesenblabla beantwortet und nicht mit Ja oder Nein, dann ist das nicht sehr seriös, oder?
Nein, ich verstehe Sie vollkommen. Deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie mir vielleicht das Unternehmen von Ihnen nennen können, damit ich nur nachverfolgen kann, wer Sie da angerufen hat. Das ist im Groben und Ganzen verboten. Genau. Das ist nämlich das Nächste. Es ist sowieso verboten. Das heißt, warum wurde ich überhaupt angerufen? Also das Unternehmen ist... Schauen Sie, Gasthof... Ja, genau. Der Herr Fuchs hat Sie angerufen, sehe ich gerade. Ja, werde ich ihm weiterleiten, dass er das... Also ich werde den Geschäftsführer weiterleiten. Solche Sachen sind nicht möglich, dürfen wir auch nicht machen, machen wir auch nicht. Wir sind das Birds Eye Team. Funktioniert das Ganze so, dass die Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach Google-zertifizierte Fotografen sind, die eben virtuelle Fotos machen von diversen Gasthöfen, Unternehmen, Unterkünften, Branchen. Es ist wirklich alles möglich auf der Liste. Ich meine, Sie können ja gerne sich anschauen, was wir alles machen. Wir sind ja international unterwegs. Wie gesagt, das Vertrauen hat der Herr Fuchs ja schon verspielt, indem er gelogen hat. Und das Zweite ist natürlich die Frage, warum wurde ich angerufen? Also aus welchem Grund, mit welcher Vorgabe, sprich mit welcher Erlaubnis ist der Werbeanruf erfolgt? Ja, wir kriegen schon Listen direkt von Google ausgestellt, damit Sie Bescheid wissen. Das war aber jetzt nicht meine Frage, oder? Ja, aber... So woher, warum haben Sie mich angerufen? Es müsste ja einen Auftrag irgendwo gegeben haben, eine Anfrage, ob sich jemand mit mir in Verbindung setzen dürfte und mir etwas am Telefon werbetechnisch verkaufen könnte. Aber das war ja davor gar nicht so. Und natürlich für Geschäftstreibende gilt ein anderer Zweig, aber selbst da müsste ein konkretes Angebot nur für mich vorherrschen und man müsste davon ausgehen, dass ich damit einverstanden bin. Also das ist beides nicht erfüllt. Warum wurde ich jetzt angerufen? Das ist meine einfache Frage. Sie wurden angerufen aufgrund dessen, wie ich Ihnen gesagt habe, wir arbeiten trotzdem im Auftrag von Google, weil wir die Listen, wir haben ja nicht die Daten einfach so, weil wir die haben, sondern wir kriegen die direkt von Google schon ausgestellt. Das heißt, mit den Rezessionen, mit den Bewertungen, wer ist seriös, wer ist nicht seriös, bei wem hat das einen Sinn, virtuelle Fotos durchführen könnten, damit der Gast oder also der Kunde bei Ihnen, wäre eben das Gasthof das Wichtige gewesen, weil sie einfach eine relativ hohe Ansichtsquote auf ihrem Profil besitzen. Und die Aufnahmen, die wir durchführen, die haben einen Zweck. Das ist das Gleiche, was das Google-Auto auf der Straße macht. Auf der Google-Straße müssen wir, also auf der Straße muss das Google-Auto niemanden was fragen. Es gibt Sachen, die wirklich vernebelt werden müssen, aufgrund datenschutztechnischen Sachen. Aber wenn wir was Privates fotografieren möchten, fragen wir ja nach. Also wir können gerne das auch per Mail machen, was aber rein theoretisch nicht so leicht funktionieren würde. Weil ganz ehrlich, wer schaut sich diese ganzen Mails dann wirklich an und wer liest sich das wirklich auch durch? Naja, aber das hat jetzt nicht meine Frage beantwortet, weil im Grunde handelt es sich ja jetzt um einen unerlaubten Werbeanruf. Ja, ich weiß, ich soll mir in eine Mail schreiben, ein unverbindliches Angebot, warum Sie auf der Liste stehen. Das wäre jetzt datenschutzrechtlich im Grunde meine Frage. Woher kommt meine Adresse, woher kommen meine Daten und warum wurde ich angerufen? Weil Werbeanrufe sind ja in Deutschland grundsätzlich verboten. Grundsätzlich. Außer es gibt ein Opt-in. Also sprich, ich habe irgendwo zugestimmt, dass ich angerufen werde. Die andere Möglichkeit wäre eben... Ja, ist so öffentlich. Schauen Sie, ich muss ja nur Google Maps Gas eingeben. Natürlich, aber Sie dürfen mich dann anrufen und bei mir etwas buchen. Sie dürfen auch gerne ein Essen kaufen oder sowas. Aber Sie dürfen trotzdem keinen Werbeanruf machen. Es geht um den unerlaubten Werbeanruf. Der ist ja nicht gestattet. Ja. Oder irre ich mich jetzt? Gibt's ein Einverständnis von meiner Seite, dass Sie mich anrufen dürfen? Schauen Sie, im Prinzip sind es auch keine Geschäfte, die wir machen über das Telefon. Was weil dann? Das ist sowieso vor Ort geregelt. Weil was wir hier machen, wir terminieren die ganzen Sachen. Wann, wo, welcher Fotograf eintreffen darf. Zum Beispiel nehmen wir das Geschenke lang Deko-Dinge, da gleich hinter der Ecke bei Ihnen. Sie wollen das machen, ja, Sie haben Interesse, super. Oder die Fleischerei Geige, da kommt er hin, der macht diese virtuellen Rundgänge. Die werden vor Ort
nochmals eben vorgestellt, wie das ausschauen würde, wird auf den eigenen Profil hochgeladen und erst nachdem alles freigeschalten worden ist, hat der Kunde auch seine 15 Tage Zeit, auf die Rechnung auch zu begleichen, damit sie halt Bescheid wissen. Sollte es denjenigen nicht vor Ort gefallen, der hat kein Interesse daran, dann geht der Fotograf weiter. Wir sind aber eben den ganzen Tag dann in einer Ortschaft quasi gebunden und den ganzen Tag mit den Leuten, also quasi auch verbunden in dem Prinzip, weil wir eben mit ihnen die Termine so terminiert haben und dort geht auch der Fotograf dann auch hin. Das ist mir vollkommen klar, aber ich glaube, Sie verstehen nicht, auf was ich raus will. Der Anruf an sich ist nicht erlaubt. Ja, ich verstehe Sie. Warum wird dann der Anruf durchgeführt? Es ist ja ein illegaler Anruf. Von dem her. Es ist ein nicht genehmigter Werbeanruf. Das ist jetzt so, als wenn ich bei Ihnen anrufen würde, jetzt hier in der Firma, bei Ihnen, wo ich jetzt bin, und dann möchte ich Ihnen einen Schweinebraten andrehen, den Sie jetzt bei mir bestellen. Es ist nicht erlaubt. Ja. Es ist nicht erlaubt. Weil, ich verstehe Sie. Ja, warum wurde ich dann angerufen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das muss ich hinterfragen, warum Sie da angerufen worden sind und ob Sie irgendwo... Und das hinterfrage ich jetzt gerade im Grunde. Das heißt, auf der anderen Seite müsste Ihre Firma auch eine Datenschutzabteilung haben oder einen Datenschutzbeauftragten. Das haben wir sicher. Und den möchte ich jetzt sprechen, weil den frage ich nämlich dann jetzt. Wissen Sie, wie groß die Firma ist? Da gibt es verschiedene Sektoren. Ich kann nur quasi ein Ticket erstellen für Sie, wo ich das weiterleiten könnte. Genau. Und dass Sie jemanden anruft. Das geht schon unter der Telefonnummer, wo Sie auch vorhin angerufen worden sind. Genau. Das war die Festnetznummer von Ihrem... Genau, und da soll mir der Datenschutzbeauftragte anrufen und mir mitteilen, woher das Opt-in hat, dass er bei mir anrufen lässt. Ja, das können wir schon machen. Ich sage jetzt keine Kritik an Ihnen. Gasthof, Sie können sich immer unter dieser Telefonnummer wenden, melden. Ich kann eben das nur weiterleiten, dass sich jemand bei Ihnen melden soll. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, dass es gleich in der nächsten halben Stunde passiert wird. Das kann ich nicht versichern. Oder eben. Aber wie gesagt, dass sich jemand melden kann oder wird, das kann man schon. Ich hoffe, dass sich innerhalb der nächsten 48 Stunden wer meldet. Okay, ja. Weil ansonsten muss ich natürlich diese Nummer an den Datenschutzbeauftragten des Landes, was ist 0041 für eine Vorwahl? Wo ist das? Nordrhein-Westfalen? Oder? Ja, denken Sie, wo das ist. Ich weiß es nicht. Es würde mich interessieren. Auf jeden Fall kann ich mich dann an den Datenschutzbeauftragten dieses Landes wenden. Weil es eben nicht erlaubt war. Ja, wie gesagt, das ist in der Schweiz. Das ist ja noch seltsamer. Das ist ja noch seltsamer, dass mich eine Schweizer Nummer anruft in Deutschland. Aber schauen Sie, ich habe ja gerade vorhin gesagt, es ist ein internationales Unternehmen, die für den ganzen Sprachraum zuständig sind, sowie auch für die Benelux-Länder bis hin auch nach Schweden. Und es ist einfach von der Schweiz aus. Warum? Weil dort direkt generell auch das Google sitzt in Zürich. Und deswegen ist es eben leichter, mit dieser Firma zu kooperieren, wenn man auch selber eine Schweizer Firma ist. Und das, ich meine, damit wir jetzt nicht in die Details hineingehen, aber so funktioniert das Ganze. Wir haben leider in Deutschland kein Google oder in Österreich oder irgendwo. Ist aber jetzt komisch, weil der Sitz von Google ist ja in Irland. Ja, es gibt's auch in Zürich. Es gibt's aber auch in Deutschland. Und dann waren wir wieder so weit, warum wird dann aus der Schweiz angerufen? Also irgendwas, sagen wir ehrlich, machen wir es einfach kurz. Ihr seid in einem Callcenter, ihr ruft Leute an, ihr macht Termine aus, obwohl ihr es nicht dürft. Und ab und zu findet ihr einen Blöden, der drauf reinfällt. Sagen wir es einfach so. Warum sagen Sie ab und zu blöd? Ich meine, warum sollen die Leute blöd sein? Ganz einfach, weil die Bilder gingen nachher auch nicht in meinen Besitz über, sondern ihr stellt die Bilder hoch, aber ich habe die Bilder nicht im Besitz. Das kommt auch mit dazu. Man kann die Bilder auch kaufen. Na, stopp. Und dann, okay, dann hat aber der Herr Fuchs vorhin nochmals gelogen, weil ich habe gefragt, ob ich dann Besitzer der Fotos bin, ob die mein Eigentum sind. Und er hat gesagt, ja, für diesen Preis von 275 Euro, glaube ich, waren es, gehören die Bilder dann mir.
na, Fernsehleiter, sie gehören auf Google. Ja, genau. Google jetzt Maps. Merkt man aber, und dass hier... Man kann sich aber den HTML-Link dazu kaufen, das geht ja, dort. Ja, aber das habe ich ja vorher den Herrn Fuchs gefragt gehabt. Und das hat ja, dann er leider werde ich das weiterleiten. Das ist aber nicht mein Fehler, das war der Herr Fuchs. Deswegen habe ich Sie darum gebeten, mir den genauen Namen zu nennen, also den Firmennamen zu nennen, damit ich eben nachverfolgen kann, wer Sie angerufen hat, weil Sie rufen jetzt von einer zweiten Nummer an und nicht die, wo wir, nicht von der, wo wir vorhin angerufen haben. Das war vorher die 08. Sie rufen gerade jetzt von einer ganz anderen Nummer an. Das ist richtig. Und genau, das ist die 689 hinten. Und deswegen habe ich das eben wissen wollen, weil ich möchte mit Ihnen wirklich nicht diskutieren. Ich kann aber den Fehler weiterleiten von den Herren. Und da gibt es eine Person, die sich mit dem dann auseinandersetzen wird. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ja. Gut, dann hoffen wir, dass dieser Anruf nicht nochmal stattfindet. Ja, ich hoffe auch. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und dem Chef des Unternehmens wünsche ich alles Schlechte. Ihnen danke. Persönlich wünsche ich alles Gute. Gut. Na, danke schön, ja. Das freut mich. Ja, danke. Danke, einen wieder. Schönen Tag. So, hallo, Servus und Grüß Gott. Im Video bzw. in dem Telefonmitschnitt ist er jetzt rausgekommen. Ich bin angerufen worden aus der Schweiz. Also, schon diese Information. Hat sich diese Firma schon richtig aus der Nase ziehen lassen. Ja, woher kommen sie eigentlich? Sie wollte auch gar nicht damit rausrücken. Aber was man auch gemerkt hat, und ich habe es bisher nicht geschafft, wie ist eigentlich der Name von dieser Firma? Also nicht einmal der Name ist korrekt genannt worden. Warum mache ich jetzt da im Anschluss an die Aufnahme nochmal ein Video? Ganz einfach. Der eine oder andere fragt sich jetzt, ja, wo ist hier jetzt der Betrug? Es kommt ja wahrscheinlich wirklich wer vorbei. Und der macht 360-Grad-Aufnahmen und das wird dann auch bei Google Maps, bei Google Street View, wo auch immer, reingestellt. Ja, mag sein. Es kommt wer vorbei und es werden die Fotos gemacht. Es wird aber nicht bei die 295 Euro bleiben, die mir der gute Herr da am Telefon, ich glaube Fuchs hat er geheißen, versprochen hat. Das gilt nämlich dann nur für einen Raum vermutlich oder für eine Aufnahme. Das heißt, wenn das Gastgeber sind, die haben ja mehrere Räume. Wenn das irgendwelche anderen Betriebe sind, die haben vielleicht auch mehr Abteilungen. Das heißt, das Ganze summiert sich. Also die 295 ist nicht das Ende der Fahnenstange. Des Weiteren, ich habe ja wirklich intensiv nachgefragt gehabt bei dem ersten Anruf, ob die Bilder dann mir gehören. Und er hat gesagt, ja, aber so ist es nicht. Hat ja dann die Dame gesagt, ich kann nachher nochmal was extra bezahlen, dann kriege ich einen HTML-Link zu den Fotos. Dann kann ich damit irgendwas machen. Die kehren mir aber immer noch nicht. Das heißt, wenn ich die irgendwo anders verwenden würde, kann mich die Firma bzw. der Fotograf nachher abmahnen und ein Heidengeld verlangen. Ich habe aber überhaupt keinen Einfluss auf die Bilder. Ja, außer dass bei Google Street View sind. Das ist der eine Punkt. Und jetzt kommen wir zum anderen. Richtlinien für zertifizierte Street View Fotografen. Und diese Anforderungen sind mit diesem Anruf alleine schon nicht erfüllt worden. Anforderungen an Transparenz. Transparenz, da gehört auch dazu, wer ruft mich an? Wie heißt die Firma? Von mir aus sogar gleich am Anfang. Welcher Fotograf kommt? Wie heißt der Fotograf? Servicegebühren und Kosten. Ich glaube nicht, dass mir die alle Kosten gleich gesagt haben. Es kommen Kosten mit dazu. Und jetzt kommt der Hauptteil. Ehrliche Darstellung. Als Teilnehmer des Street View Trusted Programms dürfen Sie nicht suggerieren, dass Sie bei Google angestellt sind. Gegenüber den Kunden muss klar kommuniziert werden, dass Sie als Fotograf oder Agentur völlig unabhängig von Google arbeiten und Google die Bilder lediglich veröffentlicht. Und wer sich jetzt das Gespräch nachher nochmal anhört, nicht einmal die gute Frau, mit der er dann telefoniert hat, hat sich explizit so ausgedrückt, dass sie nicht für Google arbeitet. Sie haben immer den Begriff Google und für Google und mit Google und Google zertifiziert genannt.
Das heißt, wer nicht richtig aufpasst beim Telefonieren, der glaubt, er schließt einen Vertrag mit Google ab. Und das ist wirklich keine ehrliche Darstellung, was die gemacht haben. Eigenverantwortung, okay. Hier, Eigentumsrechte an Bildern. Das Unternehmen und der Fotograf sollten vorab die Vertragsbedingungen, die Gewährleistung und die künftigen Eigentumsrechte in einer schriftlichen Vereinbarung festlegen. Also die rufen mir an. Dann sage ich vielleicht zu und lasse die Budel machen, im guten Glauben, dass die Bilder mir gehören, weil ja der Kamerad am Telefon das gesagt hat. Ist aber nicht so. Ja, korrekte Verwendung der Google-Marken. Nur zertifizierte Fotografen oder Unternehmen dürfen die Google Maps Street View Marke und das Logo für Vertrauenswürdigkeit als Marketing-Elemente einsetzen. Zertifizierte Fotografen sind dazu eingeladen, diese zu nutzen, um ihren besonderen Status hervorzugeben. Eben. Ich sage es jetzt mal so. Natürlich wird in einem Gespräch kein Logo verwendet. Aber wenn der Begriff Google und Google Street View wirklich so oft genannt wird in dem Telefongespräch, dann suggeriert es dem Angerufenen schon mal das Logo. Das heißt, die werben natürlich damit. Und das ist auch keine korrekte Verwendung der Google-Marken. Das heißt, man muss wirklich aufpassen bei diesem Anruf. Und diese Google-Richtlinien, die sind wirklich toll, weil jetzt schauen wir uns mal das an. Vertrieb der Dienstleistungen. Und spätestens dann ist klar, dass das eine betrügerische Firma war. Vertrieb der Dienstleistungen. Ihr Unternehmen kann professionelle 360-Grad-Fotos als Dienstleistung anbieten. Okay. Sie dürfen Ihre Teilnahme am Trusted-Programm nicht falsch darstellen oder verschweigen, wenn Sie online mit Unternehmen interagieren. Sie dürfen für kostenpflichtige Dienstleistungen, zum Beispiel als zertifizierter Street-View-Fotograf, nicht in Verbindung mit Ihrer Tätigkeit als Local Guide werben. Zweiter Punkt ist eigentlich das Wichtige. Sie dürfen Ihre Teilnahme am Trusted-Programm nicht falsch darstellen oder verschweigen, wenn Sie online mit Unternehmen interagieren. Mal abgesehen davon, dass der Anruf ja schon illegal war, weil kein Opt-in bestanden hat und weil kein konkreter Vorschlag, keine Geschäftsbeziehung, die man in Aussicht hat, bestand. Also das war schon mal illegal. Und jetzt sage ich einfach, dieses Telefongespräch kann man eigentlich gleichsetzen mit online interagieren. Und sagen wir ehrlich, das Unternehmen hat sich falsch dargestellt und hat wichtige Sachpunkte verschwiegen. Und das ist nicht zum Akzeptieren. Und deswegen habe ich dieses Video online gestellt und habe auch die Telefonnummer dieser Firma einmal mehr veröffentlicht. Gerne hätte ich den Namen der Firma veröffentlicht. Also der Name der Firma ist irgendetwas mit Google und Eis. Aber so richtig verstanden hat man das nicht da. Wie gesagt, ich hätte den Namen und von mir aus auch gerne die Webseite dieser Firma veröffentlicht, weil das ist eine Schweinerei, was die machen. So. Ich hoffe, dass ich einige davon abhalten kann oder denen helfen kann, wenn sie auf diese Anrufe reingefallen sind, wenn sie reagiert haben, am besten sofort widerrufen und nichts zahlen. In dem Sinn, bis zum nächsten Video. Macht's es gut. Servus.